Weiber, die was mit Typen haben, die vergeben sind, sind einfach nur ekelhaft. Wenn Frauen etwas mit vergebenen Typen haben und wussten, dass der Typ vergeben ist, ja, dann sind sie ekelhaft. Und ich würde super, super gerne hier jetzt mal wissen, wieso. Der ganze Content dieser Dame dreht sich darum, dass sie eine Affäre ist. Und wenn ihr euch fragt, wie fühlt es sich für mich an, wenn ich mir so ein Video anschaue, naja, ungefähr so wie Frauen sich fühlen, wenn sie von T-Tech nach einem Date gefragt werden. Ist für mich eine absolute Horrorvorstellung. Ich finde das ganz schlimm. Und ich finde es sehr schwierig, damit umzugehen. Und ich lade dich herzlich ein Spiel mitzumachen und in der Erklärung, warum das stimmt, verwendest du folgende Worte nicht. Moral, schäm dich, ekelhaft, Ehre und Anstand, okay? Widerwärtig, Abschaum, unterste Schublade. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es ihr am besten erklären würdet, ohne die 5 Wörter zu benutzen. Wer hat Bock auf dieses Spiel? Also erklär's mir. Warum ist das so und du verwendest die Worte, die ich eben genannt habe, nicht in der Erklärung? Ich freue mich auf deine Antworten. Jetzt mal ernsthaft, wie tief musst du als erwachsene Frau im reifen Alter sinken, um so einen Content zu produzieren? Ich meine, wo sind die Werte hin, wie Ehrlichkeit und Respekt? Allein schon, dass man mit einem Mann etwas anfängt, obwohl man weiß, dass der Mann vergeben ist, ist einfach nur ekelhaft. Natürlich von beiden Seiten, sowohl vom fremdgehenden Mann als auch von der Affäre. Und damit willkommen zurück, meine toxischen Saiyajins. Heute geht's mal wieder um absurde Ansprüche, die Frauen an die Männer haben. Beziehungsweise, was Frauen so anderen Frauen für Tipps geben, um bei Männern gut anzukommen. Meine neue Theorie ist, sei scheiße zu Männern, dann sind sie geil zu dir. Was war das jetzt für ein Unfall? In Beziehungen war ich wirklich nie so nett zu meinen Männern, auch war ich der toxische, manipulative und gaslightende Part. Toxisch, manipulativ und gaslightend? Ich glaube, wir brauchen wieder eine Donation von Jamie. Wer weiß, vielleicht wird sie eines Tages Fame und muss dann so ein Rechtfertigungsstatement machen. Dafür, Girls, das ist nämlich der Trick, sind die Männer mir hinterhergelaufen, weil die waren süchtig. Die waren süchtig nach diesem Drama. Ja, wir Männer lieben nichts mehr, als mit Frauen Drama zu haben und zu streiten. Bei zu viel Drama würde ich eher so hier reagieren. Darf ich früher gehen und nie mehr wiederkommen? Aber nein, SpongeBob. Glaub mir, dass Männer keine Frauen wollen, die alles für sie machen. Ja, wer will schon eine Frau, die alles für einen macht? Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn sie den Haushalt schmeißt, kocht und sogar arbeiten geht. Nee, sowas wollen wir nicht. 2023 war mein Jahr des Clownseins. Ich habe für Männer alles gemacht. Ich habe gekocht, ich habe geputzt, ich habe alles gemacht, wirklich. Ich habe die zum Flughafen gefahren. Und was ist der Dank? Wir haben jetzt alle eine Freundin, die ein bisschen zickig ist und madig zu denen. Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Okay, und weil sie jetzt durch eine zickige Freundin ersetzt wurde, denkt sie jetzt wahrscheinlich, alle Männer wollen sowas. Falls hier Frauen zuschauen, Männer haben keinen Bock auf toxische oder manipulative Frauen. Sei einfach du selbst. Und ich kann nur von Glück reden, dass meine Freundin nicht so tickt. Deswegen seid immer scheiße zu Männern. Ihr sollt auf gar keinen Fall abusive sein. Gebt ihnen einfach nichts. Gebt ihnen literally sweet nothing. Eure Liebe, eure Anwesenheit, eure Präsenz, that's enough. Macht nichts für die. Genau, eine Frau sollte am besten nichts tun, ihre Anwesenheit reicht. Aber der Mann muss sie natürlich mit dem Auto abholen, zum Essen einladen und ihr Geschenke machen. Ich hab's wirklich selber getestet und ich hatte einen Ex-Situationship in 2023, für den habe ich wirklich alles gemacht. Okay, sie gibt uns den Tipp aufgrund ihrer Erfahrungen mit einer Situationship. Und damit ihr nicht euren Browserverlauf verschmutzen müsst, habe ich das für euch gegoogelt. Eine Situationship ist eine lockere, undefinierte Art der zwischenmenschlichen Beziehung, die weder als feste Partnerschaft noch als reine Affäre klassifiziert wird. Kurz gesagt, er will dich nur bangen und seinen Spaß haben und hat nicht wirklich Interesse an einer Beziehung mit dir. Ein Anruf, ich war da, er so, Hannah, ich brauch Geld. Ich so, klar. Hannah, ich brauch deine Kreditkarte. Klar. Hannah, ich muss zu meiner Ex mit dem Uber fahren. Klar. Hannah, du musst mir 6 Tage lang die Hand halten, weil mir geht's zu scheiße. Klar. Hannah, ich bin krank, kannst du bitte kommen? Klar. Sie gibt also einer Situationship, einer undefinierten Beziehung, ihre Kreditkarte und Geld? Hey Kumpel, bist du aus Blödmannshausen? Da fehlen selbst mir die Worte. Der Dank ist, du kriegst keine fixe Beziehung, du wirst ausgetauscht. Sie wissen nämlich dann, dass du immer da bist, egal was sie machen. Und diese Sicherheit darfst du Männern nie geben, weil diese Sicherheit ist dein Clown-Urteil. Ich glaube, sie verwechselt hier was, denn sie wurde nie ausgetauscht. Er wollte wahrscheinlich von vornherein keine Beziehung mit ihr, sondern nur seinen Spaß haben. Also jetzt mal ernsthaft, wenn man eine richtige Beziehung haben will, dann ist das immer ein Geben und Nehmen und beide Partner sollten an einem Strang ziehen. Wenn sich nur ein Partner anstrengt und der andere macht nichts, dann wird das sehr wahrscheinlich nicht lange halten. Also ja, wenn ihr lange Single bleiben wollt, dann nehmt gerne ihre Tipps an. Wenn er sagt, das nächste Mal kannst du zahlen, kannst du ihm antworten, das nächste Mal kannst du gebären. Oder das nächste Mal kannst du eine Menstruation haben. Mua.
Ja, also der Mann soll jetzt dafür Geld bezahlen, weil du eine Frau bist. Als wäre der Mann schuld daran, dass du deine Menstruation bekommst oder Kinder gebärst. Zumal ich mir sicher bin, dass man beim ersten Date noch kein Kind zeugt. Aber ja, junge Frauen haben natürlich noch weitere Ansprüche. Mädels, können wir mal darüber sprechen, dass es ab einem gewissen Alter normal ist, den Anspruch zu haben, dass der Mann, den wir daten, einen Führerschein und ein Auto besitzt. Und ab einem bestimmten Alter, damit meine ich so spätestens 2021. Mit spätestens 2021 soll er also schon Auto und Führerschein haben. Ich weiß nicht, in welcher Realität sie lebt, aber mit 2021 sind die meisten wahrscheinlich noch am Studieren oder investieren in Bildung anstatt in ein Auto oder Führerschein. Ich meine, warum hast du den Führerschein nicht schon seitdem du 18 bist? Also ich habe meinen Führerschein seitdem ich 18 bin. Warum hast du ihn nicht gemacht, als du 18 warst? Weil nicht jeder von Papa oder Mama finanziert wird. Ich habe meinen Führerschein mit 25 gemacht und jetzt? Hör mal, wenn der Typ 25, 26, was weiß ich wie alt ist, auch wenn er 21 ist und immer noch keinen Führerschein besitzt, warum? Vielleicht wohnt der Mann mitten in der Stadt und ist gar nicht auf ein Auto angewiesen. Ihr braucht einen Führerschein und ein Auto. Es ist normal. Es ist normal und es ist nicht verwerflich, dass eine Frau das als einen Anspruch hat, dass ihr das habt, weil das ist nicht mal ein Anspruch. Das ist bare minimum. Also Real Talk, ich kann immer nur wiederholen, hört nicht auf solche komischen Frauen auf TikTok. Meistens sind das irgendwelche Single-Frauen, die euch Tipps geben wollen. Denn ob eine Beziehung überhaupt funktioniert, hängt nicht vom Führerschein oder Auto ab. Da gibt es 100 andere Dinge, die passen müssen und viel wichtiger sind. Aber zu guter Letzt kommen wir zu einem sehr wichtigen Problem, was mal angesprochen werden muss. Mein Problem ist, dass es einfach viel zu viele gut aussehende Frauen gibt und einfach nicht genug gut aussehende Männer. Ich sehe am Tag locker 10 Frauen, die ich am liebsten sofort heiraten würde. Und wenn ich einmal in der Woche mal einen Typ sehe, der halbwegs okay aussieht, dann ist das schon was Besonderes. Lauter! Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter! Ich bin hässlich und ich bin stolz. Lauter! Ich bin hässlich und ich bin stolz. Vielleicht liegt das daran, dass sich die Männer nicht so viel schminken, aber nur eine Vermutung. Das ist einfach so unfair. Wie soll man da bitte einen guten Typ finden, wenn man nur alle 2 Jahre einen hotten Typ kennenlernt? Und das Schlimmste daran ist, dass die Typen, die dann gut aussehen, sich so geil dabei vorkommen, weil es echt nicht viele davon gibt und sie irgendwie sich besonders fühlen. Ja, ist ja nicht so, dass sich sehr viele Frauen als viel hübscher einschätzen, als sie eigentlich sind, weil sie sehr viel Bestätigung auf Social Media bekommen von irgendwelchen Sims. Ich kenne Mädels, die echt aussehen, als wären sie Supermodels und die sind trotzdem mega humble und sind überhaupt nicht eingebildet. Und das ist auch gut so, denn ganz ehrlich, warum soll man eingebildet sein, wenn man jetzt denkt, dass man gut aussieht? Und dann kenne ich Typen, die nicht mal besonders gut aussehen, aber halt etwas besser als der Durchschnitt und die glauben echt, dass sie Brad Pitt sind. Like, who do you think you are? Woher nehmen Typen echt dieses verdammte Selbstbewusstsein? Ich verstehe es nicht. Wenn man ihr so zuhört, könnte man meinen, dass sie über andere Frauen spricht. Es sind immer die hässlichen Bitches, die haten. Und sie denken sich auch ernsthaft, dass sich jedes Mädchen sofort in sie verliebt. Manchmal sagen mir Typen so, oh, pass auf, ich will keine Beziehung, verlieb dich nicht in mich. Und ich denke mir so, Bro, ich habe schon wieder vergessen, wie du heißt. Und das Schlimmste ist, dass genau diese Typen dann aber, wenn man als Frau sagt, dass man weiß, was man verdient hat und wenn man seine Standards anhebt, sagen, dass man eingebildet und selbstverliebt ist. Like, no? Ja, diese Dame ist mit Sicherheit nicht eingebildet und auch nicht selbstverliebt. Es ist echt so traurig, wie low the bar ist. Ein Typ kann sich nur etwas besser als der Durchschnitt anziehen und gepflegt sein. Und wir Frauen reißen uns schon um diese Typen. Ja, ganz sicher. Ich erinnere nur an dieses Tinder-Experiment, wo eine stark übergewichtige Frau mit schlechten Fotos irgendwie 200 Matches an einem Tag hatte. A chick that most guys would rate a 1 or a 2, right? Are you prepared to see how many matches that she got in 24 hours? In 24 hours, this chick got 474 likes, as you can see. Meanwhile gebe ich im Monat hunderte Euro für Make-up, Skincare, Beauty-Treatments aus und arbeite an meiner Persönlichkeit und trotzdem ist es noch nicht gut genug. Hunderte Euro, ich hätte mein Geld zurückverlangt. Ja, was soll ich dazu sagen? Arbeite an der Persönlichkeit weiter. Und versuche es gar nicht, einen hotten Typ auf Tinder zu finden. Das ist einfach so eine waste of time. Man swiped für Stunden und es ist nicht mal ein hotter Typ dabei. Wahrscheinlich ist jeder zweite Swipe ein Match, weil die meisten Typen nach rechts wischen. Aber ja, richtig hartes Leben als Frau. Also, wenn jemand für mich einen Geheimtipp hat, wo man gut aussehende Typen findet, die nicht glauben, sie sind too good for everyone, dann let me know, weil ich habe bisher noch keinen kennengelernt. Ich hätte da einen Geheimtipp. Versuch mal deine Ansprüche in Bezug auf das Aussehen
etwas runterzuschrauben. Zum Beispiel, dass er nicht irgendwie eine Mindestgröße haben muss oder einen Führerschein besitzen muss, um dich überhaupt kennenlernen zu dürfen. Und vielleicht schaust du mal in deiner Friendzone nach. Freunde, ich habe keine Kraft mehr und wenn ihr mir eure Kraft leihen wollt, dann liked dieses Video, kommentiert, was ihr von den ganzen Tipps hält und ganz wichtig, abonniert den Kanal, denn ganze 37% sind noch keine Abonnenten. Und wenn ihr abonniert habt, dann aktiviert doch gerne die Glocke. Danke fürs Zuschauen.